Tja, und plötzlich war sie dann doch da. Ich hatte fast schon gar nicht mehr mit gerechnet. Ist ja auch schon ein bisschen was her, so über ein Jahr, dass ich den Siemens Schuckert D4 vorbestellt hatte. Und so ein bisschen hatte ich die Hoffnung aufgegeben, dass das jetzt so vor den Sommerferien noch was wird. Aber tatsächlich jetzt im letzten Update ist dann dieses mega spannende, super interessante Flugzeug dann tatsächlich im Shop erschienen, also in-game erschienen durch den Patch jetzt, den letzten. Und ja, so sieht's aus. Das ist schon ein ganz beachtliches Flugzeug und das war auch wirklich einer der wenigen, oder ja, nicht einer der wenigen kann man gar nicht sagen, sondern das war wirklich das Flugzeug, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe, das irgendwann mal in einem Flugsimulator auch tatsächlich fliegen zu können, weil bis dato, so Rise of Flight gibt es, Siemens Schuckert D4 gibt es nicht. Und ich war sehr erfreut darüber, als ich das gelesen hatte, dass bei IL2 beim Flying Circus dann als Premium-Maschine, als muss man kaufen, ist also nicht Bestandteil von dem Paket, sondern das ist halt Premium-Content. Aber trotzdem, das war es mir wert, weil ich gesagt habe, so, ich möchte einfach dieses Flugzeug mal fliegen. Und man sagt ja auch so, das wäre die beste Jagdmaschine des Ersten Weltkriegs gewesen. Relativ spät erst gekommen, aber auch da, ich würde es jetzt nicht so hundertprozentig in Stein meißeln, weil wenn man so Berichte von den Piloten liest, war eben auch der Fokker D7 und D7 in der Variante F mit dem BMW Motor, mit der Dreier-Serie, das war auch eine beliebte Maschine von Fokker und die war auch einfach zu fliegen und sowas, also von daher, von den Leistungseigenschaften, ja, unterschreibe ich das, klar, muss man sagen, so, da ist halt jetzt hier Siemens Schuckert, das ist schon ein echt übles Gerät, also die sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber so grundsätzlich, was die Flugeigenschaften sowas angeht, also da weiß ich nicht, da gibt es halt auch viele Aufzeichnungen noch von Piloten, die gesagt haben, dass sie da sehr, sehr gerne auch den Fokker D7, D7F geflogen sind. Ja, zum Siemens Schuckert. SSW D4 nennt er sich hier. Ich nehme mal an, dass sie das W von dem Harald Wolf, von dem Ingenieur, abgegriffen haben. Deswegen SSW. Eigentlich Hersteller Siemens Schuckert. Und ausgestattet ist dieses Flugzeug mit einem Siemens Halske Motor. SH3. Der hatte also die Anomalie, beziehungsweise hat man mit rum experimentiert, mit einer gegenläufigen Kurbelwelle bei einem Rotations-, also sprich bei einem Umlaufmotor und hat dadurch versucht und auch erfolgreich versucht, den Torque des Flugzeuges so ein bisschen in den Griff zu bekommen oder zu reduzieren im Gegensatz zu den Oberursel-Umlaufmotoren. Und das muss wohl auch gelungen sein. Und was man jetzt natürlich bei dem Siemens Halske hier, bei dem SH3, anmerken muss an der Stelle ist, dass wir A, haben wir einen 11-Zylinder-Umlaufmotor, B, ein 4-Blatt-Propeller und wir haben 210 PS bei diesem Umlaufmotor. Und das hat diese Maschine natürlich wirklich sehr leistungsfähig gemacht. Das sieht man in allen Eckdaten, wenn man sich Steiggeschwindigkeit und sowas anguckt und vergleicht das dann halt mal mit Namen. Ja, nehmen wir als Referenz mal die SC5A. Ja, wie gesagt, das ist halt jetzt auch kein spätes Flugzeug gewesen in der Entwicklung. Aber nehmen wir die jetzt einfach mal und dann den V8 Motor und der 200 PS hat die SC5A. Und 206 haben wir den Siemens Halske. Stellen wir die einfach mal so in der Form gegeneinander und sagen, gut, haben wir ungefähr ja, eine Referenz zueinander der beiden Flugzeuge. So. 11 Zylinder hatte ich gesagt. Entgegengesetzt rotierende Kurbelwelle. Und diese Maschine hat
schon sehr, sehr hervorragende Steigwerte und auch die Endgeschwindigkeit ist schon auch schon enorm. Gucken wir uns aber gleich nochmal im Spiel dann auch an. Das sind die Spezifikationen. Das ist jetzt der englische Client, aber Gott. Ist ja wurscht. Ja, also kam zu spät, um da die deutsche Chancen dann noch großartig zu beeinflussen. 207 PS, Siemens Halske, SH3. Rotary Engine, Umlaufmotor, aber mit einem mit einer Kurbelwelle, die entgegengesetzt rotiert zur Bewegung der Zylinder. Ja, also das war so wirklich die Spezialität von dem Siemens Halske und das ist schon ein ganz interessantes Ding. Und wenn man sich jetzt hier anguckt, 11 Zylinder, 207, aber das ist dann schon auch enorm, ne? 1,54. Gut, 192 km/h auf Sea Level. Da ist die SC5A doch noch ein bisschen schneller dann. Aber nicht in der Steiggeschwindigkeit. Also die Steiggeschwindigkeit, das ist wirklich heftig. Muss ich ehrlich sagen. Das ist über eine Minute schneller als zum Beispiel der Fokker D7. F sogar, in der F-Variante. Und ich glaube sogar 2 Minuten zum D7 mit dem Daimler-Benz, also mit dem Benz 3, D3A. Das ist schon Wahnsinn. Kann man nicht anders sagen, aber das werden wir nachher im Luftkampf, werden wir das auch noch sehen, wie hoch ich da bin und immer dachte so, oh Gott, ey, wie weit bist denn du? Ich gucke immer nach links, nach rechts, also nicht so wirklich nach unten und dann waren die Gegner waren also wirklich sehr weit unten. Schon verrückt, wie schnell du mit dem Ding in die Luft kommst. Ja, was gibt es dazu? Gucken wir uns das Zubehör mal an. Kollimator Tag, Kollimator Nacht, ein Anemometer in der Tragfläche montiert. Lage. Schusszähler. Cockpitlicht. Ja, das ist das, was du dabei hast. Das ist absolut okay. Ja. Bei dem Kollimator, das ist eigentlich so, ich montiere die nicht gerne. Aber ich werde jetzt gleich mal zeigen, wieso, weshalb, warum das bei dem Siemens Schucker tatsächlich Sinn macht, weil Zielen ist ein bisschen schwierig, wenn du den nicht verbaut hast. Aber werden wir noch sehen. 500 Schuss nehmen wir mal mit. Hier können wir auch runtergehen auf 63. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bemalungen sind mit dabei. Ich habe jetzt mal die ausgewählt. Konvergenzpunkt lasse ich auf 100 Meter stehen. Und dann haben wir hier das Zubehör, was wir ausgewählt haben. Die 500 Schuss können wir hier schon akzeptieren. Dann, wenn man jetzt in die Mission reingeht, dann haben wir hier die Spezifikation nochmal zum Nachlesen. Ja. Auch das finde ich immer sehr gut, dass die Quellen auch drin sind. Das war bei Rise of Light schon so, dass man da so ein bisschen ein Quellenverzeichnis hat. So, ne? Also Winsock Data File, die besitze ich selber hier. Oder dass man da so ein bisschen ja, eine Quelle hat, wo man was nachlesen kann. Dann haben wir hier nochmal Setup. Und hier kannst du jetzt auf die einzelnen Reiter auch nochmal wechseln. Hier ist ein Tactical Code 1. Braucht man das? Nee, ne? Brauchen wir nicht. Da kann man dann das Zubehör wählen, was man mitnehmen. Also Handfeuerwaffe nehme ich eigentlich immer die Mauser C96 mit. Dann kannst du deinen Schal wählen, also Farbe des Schals. So, ne? Das ist halt, hat sich nicht viel geändert zu Rise of Light, sondern hast hier dieses Foto noch, was man dann im Cockpit sieht, von der Liebsten. Das kannst du auch selber editieren, wie du willst. Und dann hast du dieses Foto da drin. Profile ist klar, ich hätte jetzt da auch ein Profil schon mal anlegen können, habe ich noch nicht gemacht. Ist sowieso, muss ich ganz ehrlich sagen, das eine absolute Premiere heute.
weil ich tatsächlich eigentlich immer ein Flugzeug geflogen bin im Vorfeld und dann erst einen Movie gemacht habe. Und das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich tatsächlich keine Ahnung von dem Ding habe, sondern das quasi zum ersten Mal fliegen werde und das aber direkt in einem Movie auch schon vorstelle. So, da haben wir Anemometer. Wie schnell sind wir? Dann haben wir hier Drehzahlmesser, Fluglage, Schusszähler, Uhr, Uhrzeit, Kompass, Licht, Licht an, Licht aus. Dann haben wir Gemisch. Und das war's auch schon. Das heißt, im Grunde genommen brauchen wir so gar nicht viel zu machen. Das heißt, wir können die Automatiken, so wie ihr seht, auf der rechten Seite, kannst du auch ruhig drin lassen. Weil das Einzige, was der macht, ist die Gemischsteuerung. Während des Fluges jetzt noch mal kurz zu erhöhen, nach dem Start dann, also das Gemisch zu verstellen. Aber wir haben keinen Kühler. Das heißt, dieses Gefummel, also Temperaturanzeige und dann Gefummel mit dem Kühler während des Fluges, entfällt bei einem luftgekühlten Umlaufmotor sowieso. Das heißt, das kannst du dir da schenken, musst du gar nichts einstellen. Dann lassen wir doch mal gucken. Jetzt wird's spannend, weil Frage ist, merkt man den reduzierten Torque? Ach, übrigens, das fand ich auch sehr interessant. Gestänge. Hinten haben wir natürlich kein Gestänge. Ja, Seilzüge. Sieht man auch sehr schön. Da sind die Seilzüge hier unten am Boden. Das sind die Pedale. Und dann ist hier tatsächlich eine Verkleidung. Und hier unten kommen die Seilzüge dann raus. Unter der Verkleidung. Das ist ja das, was man von Fokker gerne gewollt hätte, dass er das so macht. Beim DR1 hat er aber nie gemacht. Hier haben wir das. Finde ich, ist auch eine tolle Sache. Damit du halt nicht Gefahr läufst, mit den Stiefeln in den Seilzügen hängen zu bleiben. Wie beim Fokker DR1, was da durchaus passieren konnte. So. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal richtig Alarm. Direkt beim ersten Mal. Ich mache nichts mit den Pedalen. Also müsst ihr mir jetzt glauben, dass ich nichts mache, weil ich kann das jetzt nicht so stehen lassen. Dann sieht man es, glaube ich, nicht so wirklich. Doch, so könnte man das stehen lassen. So. Und Vollgas. Na, das war in jedem Fall ja schon mal ganz ordentlich. So, gucken wir mal. Und ich bin hier auf Lapino. Ich habe extra eine Fahrbahn genommen, jetzt ohne einen Feldflughafen zu nehmen, sondern ich dachte mir so, gut, für den Test hättest du mal ganz gerne einen Untergrund, der halt massiv ist, so, wo der auch gut rollen kann, um das einfach mal zu testen, so, wie geht das Ding ab? In dem Moment, wo ich halt Vollgas gebe. Aber, wenn wir jetzt sehen, finde ich ziemlich faszinierend, weil ich versuche mal die Pedale wieder so ein bisschen einzublenden, aber man sieht es eh nicht so wirklich pralle. So. Und ein bisschen halten nur, ist nicht viel. Es ist wirklich überhaupt nicht viel, was ich da machen muss. Also der startet eigentlich von alleine. Ich muss ihn tatsächlich ziehen. Von alleine in die Luft geht er nicht. Na, also hebt so ein bisschen ab, aber hängt dann einen Meter beim Boden und neigt sich halt auch direkt nach links. In Richtung des Motors oder beziehungsweise das ist halt eben der Torque, der da wirkt, der dich dann halt so ein bisschen nach links dann eben wegdrückt. Und den jetzt in eine vernünftige Fluglage zu kriegen, sodass der nicht mehr nach links kippt, aber auch gleichzeitig noch steigt, das ist so ein bisschen frickelig. Ja, da wird man einen Moment mit verbringen müssen, bis man da ein Händchen für entwickelt hat, wie man das am besten machen kann, dass der eine vernünftige Fluglage hat. So,
100%. Und dann jagen wir den mal in die Luft. Jetzt sagt man, oder sagte man, diesem Flugzeug nach, dass das ein etwas, ja, blödes Verhalten, Trudelverhalten hatte. In dem Moment, wo du den halt zu hart drückst, konnte ich so tatsächlich noch nicht so wirklich feststellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Werden wir jetzt aber sehen. Dann drücken wir den mal. Ein bisschen weggeschnirpst. Drehen ihn hoch in den Looping. Ich schnirps den mal so ein bisschen zur Seite weg. Drück voll rein. Trudeln sehe ich da nicht wirklich. Auch hier nicht. Gut, jetzt fällt aber ein Schwerpunkt. Und mal zur anderen Seite. Kann man mal gucken, ob wir den Torque dann auf links mal vollkommen lassen. Ich ziehe den jetzt mal ein bisschen wieder rauf, weil das ist blöd über in Bodennähe, aber ist mal interessant zu wissen, machen wir jetzt auch. Und zwar Vollgas. Und jetzt lasse ich den. Ne. Da kommt also nichts. Ist nicht so, dass der mich dann schlagartig umdreht. Ja, das ist bei In Rise of Flight ist das was anderes, wenn man mit dem Fokker DR1 fliegt. Mit dem Oberosel-Umlaufmotor. Das ist jetzt hier im Flying Circus etwas moderater geworden. In Rise of Flight ist es tatsächlich so, wenn ich dann den Schnupsknopf loslasse und der kriegt dann die volle Wucht, dann kann das auch mal echt richtig blöd werden, dass der mir den ganzen Vogel zur Seite wegreißt. Und ich da auch Schwierigkeiten bekomme, den dann halt gerade im Luftkampf dann vernünftig auszutarieren, ohne dass der mir in der Luft verhungert. Aber hier sehe ich irgendwie nicht. Naja, nicht wirklich. Weiß nicht, was sie da, wie sie das umgesetzt haben, aber kommt ja vielleicht noch, wenn man sich mal so ein bisschen mit dem Flugzeug auseinandersetzt. Wie gesagt, das ist jetzt zum ersten Mal überhaupt, dass ich ein Movie erstellt habe in einem Flugzeug, was ich noch nicht eine Minute vorher geflogen bin. Und von daher, das kann natürlich sein, wenn man sich so ein bisschen näher mit dem Flugzeug beschäftigt, dass dann noch so ein paar Details oder Feinheiten im Laufe der Zeit dann auftauchen werden, wo du sagst, okay, das machst du besser nicht, weil dann könnte das Flugzeug halt sehr übel drauf reagieren und du schmierst ab. Aber so im Moment, muss ich ehrlich sagen, wirkt der sehr handzahm auf mich. Ist ein tolles Ding, kann man nicht anders sagen. Ja, sieht auch von außen wirklich schön aus und ist auch eine verrückte Technik. Ich hatte das in der Vorstellung, hatte ich ja schon mal was dazu gesagt, zu dem Siemens Halske, zu dem Motor, also gegenläufig rotierender Umlaufmotor. Ich in den Beschreibungen unten setze ich auch den anderen Movie nochmal ein als Link, wer sich da mal so ein bisschen mit beschäftigen will. Da sind auch Links zu der Konstruktion, wie es gemacht ist, wie auch eben die
gegenläufigen Umlaufmotoren, wie die realisiert waren, also mit der entgegenlaufenden Kurbelwelle. Und das ist auch ganz, ganz spannend, sich damit mal so ein bisschen auseinanderzusetzen, wenn man sich für Umlaufmotoren interessiert, weil das eben jetzt hier mit dem Siemens Halske noch ein bisschen was anderes ist, als die, wie Oberosel es umgesetzt hat. Ja. Ansonsten, ja, bisschen hochbeinig. Angeblich dadurch in der Landung etwas zickiger, aber das werden wir gleich noch sehen, ob das tatsächlich der Fall ist oder ob man da wieder mit Zwischengas oder sowas arbeiten muss. Das wird sich alles zeigen. So, schön weggeschnirpst. Na, beim Schnirps nehmen wir mal zwischendurch wieder kommen lassen, ne? Und zu lang gedrückt hält, obwohl ich das jetzt hier noch nicht ausprobiert habe bei dem Siemens Halske, aber beim Oberosel ist es halt so, der stirbt dann irgendwann. Wenn du den Zündunterbrecher, den Schnirpsknopf, wenn du den zu lang gedrückt hältst, dann ist er irgendwann vorbei. Und dann startet er auch nicht mehr. Du musst ja dann halt schon gucken, wie du den in der Luft wieder angeschmissen kriegst. Wenn es überhaupt funktioniert. So, schauen wir mal. Ja, das sieht gut aus. Und bin ich mal gespannt. Ich habe so eine Befürchtung. Schauen wir mal. Ah. Uiuiui. Ja. Genau das war meine Befürchtung. Lass mal nochmal gucken. Pro Zwischengasvogel. Ja, aber es ist ja kein Problem. Das kennt man ja vom Fokker D7F in Rise of Light, dass du den auch nicht mehr gehalten kriegst. Und dass du dann halt schon in der Landung ein bisschen mit Zwischengas oder du schnirpst ihn halt vernünftig, aber das muss jeder selber wissen, wie er das macht. Ich arbeite mit Zwischengas und andere Leute schnirpsen den auf eine vernünftige Geschwindigkeit, aber das ist so, das muss jeder selber wissen. Schauen wir uns das jetzt nochmal im Luftkampf an. Und da hatte ich ja schon gesagt, so, da war ich echt ein bisschen perplex, so, ne, dass ich da so weit drüber war, so wirklich binnen 30 Sekunden. Und das ist jetzt hier ein Spot 7C1, aber mit dem etwas leistungssteigeren Motor. Bei dem soll ich sagen. War aber kein Problem, aber wenn man sich auch die Leistungsbeschreibungen hier im Rise of Flight Store dann mal eben überfliegt von der Spot 7C1, dann merkst du halt auch schon so, dass die hier einfach nicht gewachsen ist, ne? Dass da einfach von der Entwicklung auch ein paar Jahre dazwischen liegen. Wenn der Hispano, also der Suiza, auch ein Top-Motor war, da kann man nicht anders sagen. Auch tolles Flugzeug, aber hier die Siemens Schuckert, die ist da einfach überlegen, das merkt man einfach. Ja, und auch von der Beweglichkeit und von der Wendigkeit und sowas. Steiggeschwindigkeit. Doch, macht's einen super Job. Und ich habe da jetzt auch so nichts feststellen können, wo ich jetzt also eben, beziehungsweise werden wir gleich noch sehen, gegen die SC5A. Da ist sie mir kurz dann mal einmal über links ausgebrochen, aber auch nichts Gravierendes. Also von daher, ich kann im Moment noch nicht sagen, dass die jetzt eine Stallanfälligkeit hat, da also eine Trudelanfälligkeit oder Luftstromabriss. So, ich habe es bis jetzt noch nicht so wirklich erkennen können. Und
Ich habe mir ja durch die Artillerie, durch die Flak da gerade eingefangen und dann bin ich halt einfach irgendwo runter. Und das zeige ich jetzt hier nochmal, die Landung auf dem Feld. Da ist noch nicht mal ein Flughafen drunter. Aber nicht mal irgendwie ein Airfield, sondern wirklich eine reine Feldlandung. Und merkt man auch ganz schön holprig und dann aber ein bisschen mit Zwischengas gearbeitet und so. Und also auch das ging, wie man hier sieht. Das ist schon ein bisschen hochbeinig, das ist mir auch aufgefallen und da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn die sich um die eigene Achse dreht, so dann merkst du das halt schon, dass die was höher ist. So, das war jetzt gegen die SC-5A, da unten sieht man sie auch, wenn man auch drauf achtet und auch da wieder. Ganz faszinierend eigentlich, dass ich doch sehr weit drüber war, obwohl ich dieselbe Starthöhe eingestellt habe. KI-Level war bei beiden A's und auch vom Fluggewicht her und allem habe ich so ein bisschen darauf geachtet, dass die Maschinen so im selben Spektrum sind, ne? Also 50% Sprit und etwas weniger Munition mitgenommen und so weiter und so weiter. Damit das so ein bisschen ausgeglichen ist, aber auch hier bei der SC-5A fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so die Schwierigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den Headtracker, der ist halt immer noch auf dem anderen Rechner montiert. Das heißt, ich fliege das jetzt hier mit diesem Vektorstick am Schubregler. Und das ist dann manchmal ein bisschen hakelig, wenn man so guckt auf dem Microsoft Flight Simulator. Da läuft es ja etwas besser, da ist die Geschwindigkeit so. Also wirklich, das ist sehr, sehr schön zu handeln hier bei IL-2. Ist er relativ schnell, der Vektorstick, aber da brauche ich den auch so schnell. Aber für jemanden, der das jetzt das Video sieht, ist das dann vielleicht von den Bewegungen, Kopfbewegungen ein bisschen unangenehm, aber ich baue da auch nichts mehr um, weil für das bisschen, was ich jetzt hier noch in Kampfsituationen fliege, muss ich da nicht großartig noch einen Head-Tracker bemühen. Das funktioniert auch hier mit dem System hervorragend. Das, ja, wird halt auch viel durch die Routine dann kompensiert. Ja, und wie gesagt, hat zwar so ein bisschen dieses meditative Hin- und Hergewackel an den Tag gelegt, was ich so ein bisschen nervig auch finde dann hin und wieder von den Routinen. Und deswegen habe ich bei der SC-5A, ich habe da auch kurz einen Prozess gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich die zu fassen bekommen habe, hat die von mir direkt eingezwirbelt bekommen und dann war es das auch. Weil das brauche ich ja überhaupt nicht, so dieses stundenlange Hinterherfliegen und dann pendeln die von links nach rechts, von links nach rechts. Das finde ich schon so ein bisschen nervig, obwohl das mit Sicherheit auch ein Flugverhalten ist, was so in der Praxis praktiziert worden ist, aber trotzdem dann in dem Moment, da kann man da schon mal so ein bisschen angenervt sein und deswegen, da habe ich nun wirklich nicht auf das Sparen von Munition geachtet bei der SC-5A, sondern die hat sich direkt eingefangen und da habe ich auch, wie soll man das sagen, versucht, sehr schnell den Sack zuzumachen. Ja, da muss man nicht künstlich in die Länge ziehen, weil man merkt in allem eigentlich sowohl hier vom Turnverhalten her und vor allem von der Beweglichkeit, auch von der Steiggeschwindigkeit, auch von der Endgeschwindigkeit, dass die einfach der SC-5A in allen Punkten total überlegen ist. Also was willst du da noch großartig austesten? Deswegen weg damit. Ja, ja, Siemens Schuckert, D4. Ich wollte es mal gezeigt haben, wollte es mal vorgestellt haben. Wirklich ein tolles Flugzeug, super interessant, auch von der Technik, wie es gemacht ist, eben durch den gegenläufigen Umlaufmotor. Total schön im Flugverhalten auch. Bislang so eine richtige, wie soll man sagen, so eine richtige Zickigkeit habe ich noch nicht rausfinden können, obwohl das erste Mal jetzt war. Aber ich werde mich mit der Maschine auch definitiv in nächster Zeit dann auch näher beschäftigen. Vielleicht fällt mir dann noch was auf, dann würde ich auch noch was dazu machen, noch ein Movie, um das dann zu beschreiben. Aber so im Moment fand ich die eigentlich doch sehr nice zu fliegen und macht auch Spaß und ist alles handelbar, alles schaffbar. Also so richtig, ja, wie soll man das sagen, so was ganz Hartes oder eine ganz harte Zickigkeit habe ich da jetzt nicht finden können auf den ersten Eindruck. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Movie. Tschüss.